Moin Moin Kinas und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier in diesem Asari-Tempel auf Tessia. Womit haben wir es hier zu tun? Aha. Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athane. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Aber das bringt uns nicht weiter. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Das bezweifle ich auch. So, dann schauen wir uns mal das an. Dann haben wir zumindest dieses ganze... Ja, Museum ist es ja nicht. Es ist ja ein Tempel, wo diese Sachen ausgestellt sind. Aber wir haben uns zumindest alles angeschaut. Das ist wieder die Göttin Athane. Oh, okay. Danke für diese Informationen. Weil ich glaube nämlich, dass wir hier mit Sicherheit was finden werden. Sehen Sie sich die Kehlen an. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athane. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Ziemlich viel Aufwand für eine tote Religion. Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athane historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Nach dem, was Sie mir vom Mars erzählt haben, enthalten diese Sender unzählige Informationen. Verschweigen lohnt sich. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie sagten selbst, der Tempel sei tausende von Jahren alt, Lyra. Viel Zeit, um ihn zu untersuchen. Das macht es noch nicht wahr. Aber bedenken Sie doch, alle paar Jahrhunderte ein wissenschaftlicher Durchbruch und Ihr Volk würde die Galaxie beherrschen. Und so ist es praktisch doch auch. Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf... Hier ist keine Verbindung. Schon erstaunlich. Der Sieg über die Reaper hängt nur an dieser Sache. Sobald sie... Suchen Sie weiter. In der Nähe muss es noch... Die was, würde ich sagen. In der dort? Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Nö. Hier ist auch noch was. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter. Scheut mich mal nicht so rum hier, nee. Hier vielleicht? Alter, lass es doch sein. Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Hier bestimmt. Spüren Sie das? Der Sender fährt hoch. Sieht nicht so aus, als wären wir schon fertig. Hier ist nichts. What? Was kannst du noch sein? Ach, da sind ja auch noch ein paar. Die habe ich ganz vergessen. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Oh yeah. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... ...lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nicht so schnell. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen.
Ist das ein Proteaner? Ich bin das Gedächtnis von einem. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tigel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Die Proteaner waren wirklich ein optimistisches Völkchen. Warum haben die Proteaner den Tigel zu ihrer Zeit nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Das kommt mir bekannt vor. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Angriffe der Reaper. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Und wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung. Wir müssen wissen, was der Katalysator ist. Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tigel gefunden und bauen ihn schon. Der Tigel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tigel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Nicht du schon wieder. Sie. Die toten Wissenschaftler. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Proteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zu ihrer Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich etwas an der Menschheit liegt, dann schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich diesen Konflikt endgültig. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihr ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Ja.
sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich glaube, dafür nehmen wir mal hier, ne? Gib dir Feuerschutz, während ich mich auflade. Scheiße. Wow. Oh. Cool. Keine Ahnung, was mich da beschossen hat, aber... Aber gut. Sie sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Ich zieh mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Ach so, der hat da mir gehalten. Achtung, Jäger! Voll geil. Als der Feigling, der er immer war. Und sie werden die Ich reiß ihm den Kopf ab! Ich muss mich wieder aufladen! Geben Sie mir Feuerschutz! Alter, was für ein dummer Ficker, ey. Was für ein dummer Ficker, das kann man nicht sagen. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Hier, Shepard. Was ist Ihre Position? Wiederhole! Ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie! Geben Sie mir... Der Lieutenant ist tot! Unsere Zone bricht zusammen! Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie! Moment! Da kommt der Reaper! Bitte! Ist da jemand? Oh shit, das ist ja richtig schief gelaufen. Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin?
Die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin? Schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid.